baue ich das dann nachher dann gleich richtig. So, haben wir jetzt. Yay! Wir haben die guten Maschinen. Wollen wir gleich alles mit guten Maschinen machen eigentlich schon. Komm. Wenn wir schon mal haben. Dann machen wir auch richtig. Gut. Ja, ich brauche natürlich. Ja, Magnigis. Woran fehlt's denn? Eisen. Mein Gott. Gib mal her. Hier noch ein bisschen Zahnrad. Kann auch nicht schaden, wenn man da ein bisschen was einstecken hat. Weil diese ganzen Zwischenprodukte erstmal herzustellen, braucht dann halt, wenn du es im Inventar baust, schon relativ lange. Das ist ganz gut, wenn du einfach übers Band latscht und das Zeug mitnimmst. Ich glaube, das habe ich jetzt eng gebaut. Kann sein, das muss noch ein kleiner Stück rücken. Aber das werde ich jetzt noch nehmen. Hierhin, hierhin, dahin. Dann dorthin und dahin. So, wer braucht jetzt hier was? Hier ist Montagemaschine 1. Hier ist Montagemaschine 2. Nee. Ist nicht. Macht nichts. Was war jetzt hier? Hier war das. Teiler sollten hier eigentlich hin. So, Teiler. Dann kommt hier die Montagemaschine 1 hin. Da. Und hier die. Ja, genau. Voreilig geklickt. Und da die elektronischen Erzförderer. Gut, wer braucht was? Der braucht nur Eisen und. Der braucht auch nur Eisen und Zahnrad und der braucht. Das gefällt mir nicht. Das alles braucht Eisen, soweit ich das jetzt sehe, ne? Muss das viel Eisen? Ja. Auch das viel Eisen? Ja. Und das? Oh, viel Eisen. Okay, also Eisen ist wichtig. Dann kriegt man hier auf das eng liegende Band hier. Hier kommt Eisen hin. Das kommt hier, wird es abgezapft. Dann haben wir das hier. Genau. Oh, jetzt ist das hier eng. Warte mal. Du kommst nochmal weg. Ah, wie immer. Das ist jetzt hier so eng. Wir können machen so. Bringt uns das irgendwas? Ach, das habe ich das eng gemacht. Das können wir so machen. Das ist ja kein Problem. So, Mama, der geht dann hier weiter. Und der auch. Kommt der hier ran? Der kommt da ran. Du gehst hier weg. Dann haben wir das so. Das ist sehr schön. Komme ich hier lang? Oh, ich komme hier lang. Oh, das ist gut. So, dann machen wir das so. Dann kommen wir zwar hier mit dem Koffer so ein bisschen in die Quere. Aber das passt. Das ist schön. Gut. Oder auch nicht. Warum? Weil hier oben noch ein kleines Stückchen fehlt. Passt man da noch hin? Gut, dann müssen wir das jetzt eigentlich bloß noch hier in die Länge ziehen. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall Deckgrößen ordentlich einstellen. Hier können wir auch schon mal große Gigis herstellen. Da brauchen wir jetzt auch ein paar. Kleine noch ein paar. Schnelle brauchen wir auch. Der hier braucht Zahnrad. Zahnrad ist jetzt da hinten. Ist ein bisschen doof, aber es geht schon. Sind die blauen schon fertig? Nee. Na gut, warten wir noch ganz kurz auf die blauen. Ich bastel hier jetzt gleich zwei von den roten hin, weil es wahrscheinlich mit einem nicht reichen wird, solange wie ich noch keine Stapelgrößen habe. Also man kann später Stapelgrößen erforschen. Dann kann in so einem Greifarm mit immer greifen zwei Items oder drei Items sogar benutzen.
Ja, das geht. Das ist schön. Man kann übrigens auch hier Sachen priorisieren, Ausgänge. Wenn ich das so mache, dann tut er nämlich erstmal das Zeug nach oben oder unten bereitstellen, weil die einfach schneller sind. Aber das will ich nicht. Ich will erst, dass er meine Kiste füllt, die ich noch gar nicht habe. Ja. Wir brauchen ein paar Kisten hier. Ah, dieses Gejucke, ne? Frag mich, was das ist. Das ist auf einmal, ne? Nicht so schön. Genau, und dann stellen wir hier gleich mal die richtige Größe ein. 1, 2, 3, 4, müsste reichen. So viel brauchen wir nicht. Ja, das läuft, ja. Wunderschön. Der braucht. Wie viel Eisen braucht der denn? 10. Brauchen wir auf jeden Fall auch die schnellen. So, genau. Mehr als ein Stack. Brauchen wir, weiß Gott, ne? Dasselbe machen wir hier. Auch bloß ein Stack. Der braucht. Wie viel brauchst du? 5. Uff. Mene. Na gut. Aber von dir braucht man allgemein nicht so viel. Das müsste reichen, wenn das so ist. Dann können wir halt die Maschine in voller Geschwindigkeit betreiben, aber das ist nicht so schlimm. Es ist eigentlich bloß, dass man dann, wenn man Zeug mal braucht, dass man dann einfach hier schnell hingeht, das Zeug aus den Kisten räumt. Anstatt dass man es selber braucht, produzieren muss. So, hier jetzt. Ja. Mal so ungefähr. Ja, das läuft. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich brauchen wir keine Montagemaschinen 1 mehr. Die Zweier sind nämlich in allen Aspekten besser. Die haben weniger Umweltverschmutzung, ich glaube sogar weniger Energieverbrauch und es macht einfach keinen Sinn, die 1er noch zu benutzen dann. Deswegen tue ich das jetzt auch nicht mehr. So. Was braucht der? Dasselbe nochmal, ne? Ja. Genau, machen wir genauso. Und der hier noch. Bitte auch bloß ein Stack. Danke. Halt, falsch. Hier hin. Und auch bloß ein Stack. Und gleich hier noch das Ganze nochmal verlängern. Genau. Ja, hier. Surf mal wieder. Wunderschön. Nicht schön. Mag's nicht. So, sehr gut. Immer hier unsere Montagemaschine 1 hier reinstopfen. Die brauchen wir ja nicht mehr. Kann man jetzt hier die Dinger schon mal mitnehmen? Traumhaft. Aber hier sieht man jetzt so schon, dass ich zu wenig Ressourcen für diesen Spaß habe. Aber ich meine, das läuft ja die ganze Zeit. Der macht jetzt, bis er seine Einheiten dann hat. Und dann ist auch gut. Ja, es fehlt halt an Eisen. Und hier wird. Hier müssen wir mal einen Balancer reinbauen. Balancer geht so. Also, weil man sieht ja hier, dass jetzt hier bloß noch quasi das untere Band benutzt wird, hauptsächlich. Und das ist nicht ganz so schön. Das möchten wir idealerweise nicht. Und hier, der teilt das ja gleichmäßig auf die link, auf das obere, auf das untere Band auf. Und dadurch wird das hier dann wieder gleichmäßig oben und unten auf dem einen verteilt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Eigentlich sollte es egal sein. Ich denke, es ist wurscht. Wir lassen das mal. Bringt, glaube ich, nichts. Das ist falsch rum. Na, komm, jetzt mach. Schön.
So, dann nehmen wir uns jetzt hier nochmal kurz den Platz, den wir brauchen. Weil ich tue das bloß schon mal quasi vorbereiten. Für später dann. Hier gibt es ja noch höhere Stufen dann von. Die roten dann. Ich weiß jetzt nie, was die brauchen. Das ist natürlich super. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Aber wir lassen uns hier auch mal zwei frei quasi. Das hier sind die Rohstoffe, die ich jetzt brauche hier für das rote Zeug. Ich weiß noch nie genau, was es ist. Auf jeden Fall jede Menge Zahnräder. Und dann mal gucken. Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht mehr aus darüber. Macht aber auch nichts. So, dann können wir uns jetzt nämlich hier hinten. Ja, hier wird dann bestimmt auch wieder sowas hier hinkommen. Ja, das ist dann halt so. In jedem Fall können wir uns dann jetzt anfangen, da hinten die Forschung hinzubauen. Ach, hier war Kupfer, genau. Also eine richtige Forschung. Auch wo es dann weitergeht als nur rot. Ich glaube, das hat da hinten nur schon wieder angehalten. So lange kann das doch nicht dauern hier mit dem Kugelschaden. Oder? Ja, natürlich hat es angehalten, aber warum? Ach nee, das läuft. Das hat gar nicht angehalten. Das ist bloß so unglaublich langsam. Naja. Schade. Ist der Strom noch gut? Ne, hier sind wir schon an der Grenze. Ich würde sagen, da rüsten wir hier schnell mal auf. So geht das ja nicht weiter, ja. Warum haben wir zwei solche Kesselchen? Jetzt hier einen Platz lassen. Das ist wegen dem Energiepfosten hier, der wäre sonst im Weg. Ja, komm. Dann auch nochmal Kugelgeschwindigkeit. Ja, Dampfmaschine braucht Eisen. Ja, ich sehe schon. Ich kann gleich mal ein paar von den, also wenn ich die Energie dann bereitgestellt habe. Dann können wir gleich mal mehr Erzförderer oben aufbauen. Weil es fehlt ja eindeutig an Erz. Die Schmelze könnte noch ein bisschen. Man sieht es dann an den ganzen roten Punkten. Aber wir kriegen einfach nicht genug Roherz ran. Ja, jetzt ist ja alles unterbrochen. Tut mir leid. So, jetzt ist wieder gut. Noch zwei. Und den Kollegen. Und das sollte es sein, ja. Schön, wie das hier wackelt. Boing, boing, boing. Schön. Gut. Dann bauen wir. Ja, hier unten gleich mal abholen. Paar Erzförderer, wir setzen ja jetzt gleich welche, können wir gleich alle mitnehmen hier. Davon brauchen wir so viele bis zum Ende des Spiels. Das glaubt eben keiner. Also dieser Aufbau, wie er hier ist, der kann ein ganzes gelbes Band, glaube ich, verarbeiten. Ich glaube, so ist das geplant. Und später kannst du die dann noch nach oben erweitern. Und dann kannst du dann auch rote Bänder verarbeiten. Ein ganzes rotes. Allerdings musst du natürlich genug Minen haben. Wenn du die Minen hier, die halten eine Weile, ne? Hier sind bis zu 100.000 drunter. Allerdings so viele Minen kriegt man hier nicht hin. Das ist halt zum Problem. Aber das ist halt. Strom haben wir auch gleich keinen mehr. Also Strommasten. So, genau. Jetzt brauche ich hier aber zwei solche Türme mindestens. Und dann noch ein Radar. Machen wir hier auch nochmal. Die Gegner, die greifen bevorzugt gerne Radare an und halt die Quellen von Umweltverschmutzung. Und diese Minen hier, die produzieren jede Menge Umweltverschmutzung. Deswegen bastle ich jetzt hier gleich noch ein Radar hin. Das ist so relativ weit oben. Da kannst du hier noch so ein bisschen Zeug aufdecken. Vielleicht findet man da noch was.
Und wenn Gegner kommen, die werden dann bevorzugt hier das Radar angreifen wollen. Deswegen tun wir da jetzt noch zwei Geschütztürme hinstellen. Wenn sie fertig sind, so. Hier und da. Tun die mit ein bisschen. Aha, so rum. Genau. Ein bisschen Munition ausstatten. Muss ich mir gleich selber welche bauen, wie das ich dann ohne dastehe. Falls dann doch mal ein paar Gegner kommen, dass sie nicht gleich da oben was einreißen. Das wäre ja traurig. Das möchten wir nicht. So, funktioniert das jetzt eigentlich? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Strom. Strom ist nicht genug. Habe ich nicht gerade hier? Ach, die funktionieren noch gar nicht. Ah, hahaha. Ja, okay. Das eine Rohr. Ich habe ja extra da Platz gelassen wegen dem Pfosten, der den musste. Und dann natürlich hier das Rohr vergessen zu setzen. Ein Traum. Ja, jetzt aber. Jetzt sollte man Energie haben. Ja, genau. Das sieht so aus, wie es aussehen sollte. Ich muss nochmal was trinken hier. Dieses komische Gekratze. Was liegt denn hier rum? Oh, Zahnrad. Hübsch. Ja, die laufen. Aber man sieht, die bringen das Band nicht immer voll. Also können wir hier noch ein paar setzen. Machen wir gleich hier. So. Achso, ja, kann ich noch. Oh ja, ich habe jede Menge Holz, sehr gut. Ich brauche noch ein paar kleine Strommasten. Da haben wir keine mehr. Das Ding hier muss mal weg, glaube ich. So klein im Weg stehen. So. Und dann hier runter damit. Man kann die Teile nämlich auch dazu nehmen, zwei Bänder zusammenzufügen, so wie hier. Und da sehen wir, das Band ist immer noch nicht ganz voll. Also da können wir noch mal was hinsetzen. So, aber dann haben wir hier quasi schon alles abgebaut. Und noch in Inseln hier hinsetzen. Das wird jede Menge Umweltverschmutzung geben. Und dadurch, dass wir hier Wüste haben, geht die relativ weit. Bin ich mal gespannt. Noch sind keine Gegner in Sicht. Aber neue Ressourcen sind auch noch nicht wirklich in Sicht. Naja gut, kriegt man schon hin. Öl haben wir ja ohne Ende. Da oben. Wie viel Kohle ist hier noch? Oh, nicht so viel. Naja. Ich hoffe, es reicht. Ich glaube, ich setze unten auch gleich mal, also die Kohle für die Energieversorgung tue ich auch gleich mal aufbauen. Da werden wir auch ein bisschen mehr brauchen demnächst. Hier unten die arme, einsame, verlassene Steinmine. Vom Anfang kümmert sich keiner mehr drum. Naja. Obwohl, ist eigentlich noch genug, aber besser hab als hätte. Und da sind wir. Gut. Sollte reichen für die nächsten paar Stunden noch. Ich versuche dann irgendwann auch relativ schnell auf Solar zu gehen, weil das einfach keine Ressourcen braucht. Also zumindest nicht für die Energie. Die Solarpaneele brauchen schon Ressourcen und auch nicht zu knapp. Aber danach ist die Energie quasi umsonst. Die macht auch keine Umweltverschmutzung. Das ist echt praktisch. Allerdings brauchst du jede Menge Platz. Aber Platz habe ich. Platz habe ich. Wenn ich alles hätte wie Platz. So, dann können wir jetzt anfangen. Warte, hier, gib mir noch mal ein paar von den Maschinchen. Ach, was ich vergessen habe. Ja. Hier, Greifarme würde ich auch noch bauen. Moment. Ja, ich vergessen. Die machen wir auch noch. Ist natürlich doof, dass die jetzt hier unten sind.
Aber naja, gut. Bisschen machen. So, machen wir hier auch so. Kommt hier der Greifer in die Mitte. Hier ist der blaue, hier ist der rote. Kisten. Habe ich noch Kisten? Kisten. Brauche ich Dreier? Brauche ich mir Dreier? Joa. Sind ja jetzt eigentlich bloß diese. Die Greifarme, die mir noch fehlen, die ich noch nicht hingesetzt habe. Ich Dovi. Hab ich vergessen. Was braucht ihr? Braucht ihr irgendwas besonders viel? Nee, von allem bloß eins. Das ist schön. Dann kriegst du einen solchen und zwei solche. Genau. Was brauchst du? Zwei davon und zwei davon. Ja, gut. Aber wir brauchen nicht so viele von deiner Sorte. Ist eigentlich schon, aber... Sag mal, ergeben. Was brauchst du? Okay. Wie viele? Jetzt habe ich wieder nie geguckt. Ah, ja, macht nichts. So und so. Genau. Hierin, darin, dort drin. Wie viele? Von allem plus ein Stack, bitte. Müsste reichen eigentlich. So, wunderschön. Also wenn wir jetzt genug Eisen hätten. Ich dachte, ich habe Eisen aufgebaut. Wo geht denn das ganze Eisen hin? Habe ich das nie richtig? Ah, ja. Ich bin doof. Entschuldigung. Das hier reicht nur für ein halbes Band. Weil das ist mit den verbesserten Öfen schon gedacht. Ja, das ist natürlich doof. Dafür müsste ich nochmal eine Schmelze bauen für Stahl. Aber ich glaube, das machen wir dann erst das nächste Mal, weil mir kratzt es echt ziemlich im Hals. Deswegen mache ich jetzt hier erst schon mal Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Bis bald.